Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 3 zu einer weiteren Folge des Muscle Montag. Heute habe ich diesen Schnuggi hier ausgepackt, die 1969er Chevrolet Camaro Supersport Coupé 396. Und ja, die 396, wenn wir mal die Haube öffnen, was gar nicht geht, steht für 396 Cubic Inch, was dann natürlich nach Adapris und Evas Werk ungefähr 6,5 Liter sind. Das Ganze hier ist eine der wohl leistungsstärksten Varianten der ersten Generation der Camaro. Die zweite erschien ja dann 1970. Und die Camaro wurde halt ganz klar gebaut, einfach nur um den Mustang fertig zu machen. Und das Modell, was wir hier in-game haben, ist nicht ganz akkurat. Und zwar würde hier nämlich am Kühlergrill in der Mitte eigentlich noch ein SS hängen für Supersport. Nachdem da aber Chevrolet auf Turn 10 zugegangen ist und gesagt hat, ey, hört mal, wir haben gehört, auf jeden Fall hat Chevrolet halt gesagt, wir haben gehört, in Deutschland kommt diese Buchstabenkombination nicht ganz so gut an. Macht die mal bitte von unseren Autos runter. Und deswegen haben Chevrolet Modelle hier im Spiel einfach dieses SS-Logo, was ja für Supersport steht, haben sie nicht mehr. Und ja, dieses Spiel, aber vielleicht erstmal auf was anderes eingehen. Und zwar, der Wagen wurde sich gewünscht. Ganz klar. Das war ein Fahrzeugwunsch, den ich quasi in dem Formular, in der Videobeschreibung reinbekommen habe. Und da war aber auch ein Themenwunsch dabei. Und da sag ich, Themenwünsche bei diesem Format mache ich nicht. Auch wenn der Themenwunsch war, die Geschichte des Camaro. Ich sag mal, damit würde ich mir sehr viel selber wegnehmen. Weil wenn ich über die Geschichte der Camaro erzähle, dann könnte ich schon über sehr, sehr viele Modelle dann im Endeffekt gar nichts mehr sagen. Ich meine, allein hier im Spiel hätten wir noch eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Camaros, die alle eigentlich ihre eigene Geschichte haben. Und auch ihre eigenen interessanten Fakten, die man erzählen kann. Von daher solltet ihr das Ganze eher quasi als eine... ja, wie sage ich das am besten? Die Geschichte, die ich erzähle, wird fortgesetzt. Also ich werde jetzt nicht hier erzählen, okay, das ist die Geschichte der Camaro und dann in der nächsten Folge, das ist die Geschichte vom Mustang. Nein. Ich werde dann irgendwann die Camaro der zweiten Generation vorstellen. Da werde ich dann was über die zweite Generation eben erzählen. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie sofort alles von einer Modellreihe auf einem Haufen darlegen. Vielleicht müssen wir es zu den Produktionszahlen. Wir haben insgesamt, lass mich nicht lügen, 5269er Camaro Supersports. Und davon eben mit diesem 396er Motor 4889. Das Ganze hat damals ungefähr $3400 gekostet. Das war damals aber tatsächlich eine ganze Menge. Das sind heute so ungefähr $35.000. Mit Inflation eben und allem drum und dran. Wir haben einen 6,5 Liter V8 Motor mit 375 PS sowie 563 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf 1,7 Tonnen. Und der Wagen hat tatsächlich auch geliefert. 0 auf 100 hatte er in 6,8 Sekunden. Was man muss halt bedenken, der Karren ist 50 Jahre alt fast. Das war schon ordentlich. Die Viertelmeile hatte er in 14,7 Sekunden geschafft. Und ja, wie gesagt, das Ganze eben mit dem Motor, der intern die Bezeichnung L78 hatte. Das ist einer der größten Motoren, die Chevrolet damals in ihre kleinen Modelle gepackt hat. Die Nova beispielsweise, die ja noch kleiner als der Camaro ist, hatte auch diesen Motor in einer ihrer Varianten. Und ja, ansonsten, ich gucke gerade auf mein Infoblatt. Wir haben eine sehr interessante Gewichtsverteilung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das im Forza umgesetzt wurde, aber... genau, 58% vorne. Chevrolet hat damals so gesprochen von 60% vorne, die Verteilung. Weil der Wagen halt, der hatte den dicken Motor vorne und hinten gar nichts.
Also das ist, glaube ich, auch soweit ich weiß, kein Transaxle, dass irgendwie das Getriebe hinten steht. Wobei ich das gar nicht weiß. Ich glaube aber, dass er das Getriebe auch noch vorne hat. Und ansonsten war es das eigentlich mit den Infos zu diesem speziellen Modell. Und ja, zu dem Design, das ist inspiriert von HS Customs. Habe ich mich einfach dran gesetzt und das gemacht. Das steht auch online und jetzt fahren wir erstmal ein Rennen mit dem Stockkarren. Nicht zu verwechseln mit dem Stockcar. Also, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Ich würde sagen, wir machen das hier. Ja. Ich werde im Übrigen aus dem Festival rausfahren, weil dann hier die ganzen Musikgeräusche wechseln und man dann den Sound vielleicht ein bisschen besser hört. Was heißt? Mal eben reinhören. Man muss halt ganz klar sagen, ein alter Ami V8, der klingt noch mal ein Stück aggressiver. Wenn man mal auf einem USK-Treffen war und die Dinger gehört hat, das vergisst du nicht mehr. Aber das kann man auch nicht umsetzen in Forza. Deswegen muss ich sagen, man hört hier, es ist ein V8, man hört auch, der läuft nicht so ganz rund. Und von daher sage ich, der Sound ist gut. Ich erwarte jetzt nicht, dass dieses, dass das quasi mitgenommen wird. Deswegen, der Sound gefällt mir. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ey, du hast den Spoiler nicht lackiert, da komme ich gleich noch zu, wenn ich quasi den Wagen tune. Jetzt hängt uns hier echt so eine Nova hinten dran. Rast aus. Erst anschieben und jetzt aber nicht mehr hinterherkommen. Das sind mir die Liebsten. So, ansonsten, nachdem wir keine frühere Camaro drin haben, werde ich da einfach mal so gleich die Entstehungsgeschichte darlegen. Und zwar, die Camaro wurde ja 1967 geboren. Und erblickte in diesem Modell ja eben das allererste Mal, oder war es 66? Ich glaube, nee, es müsste 67 gewesen sein. Und die erste Generation wurde, wie gesagt, nicht lange gebaut, sondern halt bis 1970, soweit ich weiß. Vielleicht ist es auch 71, aber ich glaube, es ist 70. Und es war halt eben so, dass Ford mit dem Mustang damals eine Fahrzeugkategorie erstellt hat. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben sich da konkurrenzfrei bewegt. Nochmal die 60er Collection. Sie haben sich da konkurrenzfrei bewegt, weil die Konkurrenz keine Fahrzeuge hatte. Ich meine, der Mustang war einfach ein Ponycar und halt das allererste Ponycar. Da gab es nichts anderes. Und so kam es dann eben, dass Chevrolet gesagt hat, ey, wir wollen Ford richtig fertig machen. Wir wollen die richtig zerstören. Deswegen bauen wir auch so ein Ponycar. Jemand Interesse an einer 1960er Meisterschaft? Seht euch an, ob diese alten Karossen noch Schwung haben. Du Kira, jetzt wirst du aber frech. Gut. Und ja, dann ist eben das Projekt Codename Panther angegangen, also Panther. Das war tatsächlich der damalige Codename von der Camaro und ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Auf jeden Fall der Chevy CEO hat dann auf jeden Fall irgendwann so einen richtig großen Presseanruf gemacht. Ich weiß aus dem Kopf gar nicht, wie viele Anrufe es waren. Ich glaube, es waren Presseteilnehmer aus über 14 verschiedenen Ländern anwesend bei diesem Anruf. Und er hat eben gesagt, also übersetzt natürlich, der Panther ist tot. Lang lebe die Camaro. Also hat er quasi das allererste Mal den
Namen des Modells, wie es dann letzten Endes gebaut wurde, erwähnt. Camaro. Und jetzt fragt man sich halt natürlich, ja gut, was heißt ein Camaro überhaupt? Und die Antwort auf die Frage ist, das Wort Camaro gibt es nicht. Das wurde von Chevrolet erfunden. In keiner Sprache dieser Welt ist Camaro ein bekanntes Wort. Vielleicht war auch der Typ von damals außerirdischer und auf seinem Heimatplaneten war Camaro irgendwie das Wort für, keine Ahnung, Pony Car besser oder Pony Car 2. Kann sein, weiß ich aber nicht. Aber es kamen dann auf jeden Fall viele, viele verschiedene Erklärungen auf. Eine von denen besagt beispielsweise, dass Camaro französisch ist. Ist es nicht. Wie gesagt, in keiner Sprache dieser Welt ist Camaro ein Wort. Dann gab es die Erklärung, Camaro ist die Kameradieship, also die Kameradschaft zwischen Mann und Maschine. Gut, das wäre eine logische Erklärung, weil das Wort Kameradieship, wenn man es richtig ausspricht, geht schon in die Richtung Camaro. Und dann gab es aber auch noch eine Erklärung, die ich richtig geil fand, eben von besagten Chevy CEO, der gesagt hat, Camaro ist ein kleines Tier, das Mustangs ist. Und das fand ich einfach, wie ich das gelesen habe, der Typ ist genial drauf. Man muss ja auch sagen, seitdem hat die Camaro eine Tradition. Und zwar in der NASCAR-Serie war, soweit ich weiß, seither in mindestens einem der Rennen immer eine Camaro das Safety Car oder das Pace Car, welches das Rennen eröffnet. Aber die Camaro hat eben auch, die hat sich gut verkauft. Und ich glaube, es war sogar 1969. Das war auf jeden Fall das letzte Jahr der allerersten Generation der Camaro. Da hat sie sich besser verkauft als der Ford Mustang. Wenn auch nur um 1000 Einheiten. Und ich muss sagen, lässt sich eigentlich ganz gut fahren auch. Die Gewichtsverteilung ist halt ein bisschen komisch, weil es ist ein kleines Auto, hat einen kleinen Radstand, nichtsdestotrotz. Und eine Gewichtsverteilung von annähernd 60% vorne ist dann halt schon relativ übel. Aber gut, jetzt wird der Wagen erstmal getuned und da porte ich mich dann einfach mal irgendwo hin. Ist ja im Prinzip scheißegal. So, und jetzt gehe ich mal darauf ein, eben warum der Heckflügel so komisch aussieht. Denn es ist nämlich so, das Design passt zum Forza-Flügel. Und ich muss sagen, bei der Camaro der Forza-Flügel gefällt mir sogar besser, ehrlich gesagt, als der Standardflügel. Der Standardflügel ist halt so, der ist aufgeklebt, kann man sagen. Der hat auch nicht wirklich allzu viel Nutzen. Und der ist halt so ein bisschen in die Stockcar-Richtung. So, dann können wir die Stoßstange abmachen. Wir können auch ein bisschen Luft rein oder rauslassen, je nachdem, wie man es haben möchte. Und wir könnten auch natürlich die Frontlippe von Forza dran machen. Machen wir aber nicht. Wir könnten auch einen Motorwechsel machen auf einen Chevrolet Supersport Motor, auf einen Viper Motor sowie einen Aventador Motor. Macht natürlich alles keinen Sinn. Und wir könnten einen Lötkolben reinbauen. Nein, wir könnten einen Kompressor aufbauen. Also wir könnten, ne? Das heißt nicht, dass ich das machen muss. Und ich weiß, soll ich den Wagen auf B aufbauen? Es wird halt kompliziert, ob ich da alle Teile einbauen kann. Komm, ich versuch's mal. Ich versuch's einfach mal. So, ich brauche halt, das ist jetzt eigentlich der Knackpunkt, Getriebe und so haut schon ordentlich drauf. Diese Teile sind aber Pflicht. So, heißt, wir haben jetzt 1,5 Tonnen. Wir können noch ein bisschen weiter runter gehen. Und ich will aber andere Felgen. Ich will... Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welche ich will.
Ich meine, das Design passt ja eigentlich fast schon zu mehr Speicherquellen, was irgendwie ein bisschen widersprüchlich ist. Ach, guck mal. Warte mal, wenn ich die ein bisschen größer mache, so 17 Zoll, dann steht das dem Design, finde ich, auf jeden Fall. So, und dann können wir noch ein bisschen Leistung drauf machen. Nockenwellen gehen leider nicht, aber ein Auspuff. Und vielleicht geht dann auch noch der Einlass, jawohl. Das sind die Felgen nicht fast schon eine Stufe zu groß? Warte mal. Wie steht's mit 16 Zöllern? Ja, die passt doch eigentlich eher, finde ich, ne? Ist ein bisschen humaner. So. Dann haben wir den Karren jetzt mal auf B aufgebaut. Hatte ich so eigentlich nicht geplant, aber ich kann die ja nicht immer auf A aufbauen. Wird ja dann langweilig irgendwann. So, dann ein bisschen runter mit dem Reifendruck. So. Werte passen an sich. Ach du Scheiße. Die Dinger muss man halt einstellen, ne? Die sind 50 Jahre alt. Da ist das Fahrwerk einfach nicht. Was ist das denn jetzt für ein Trick? Ich bin doch offline. Wenn er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Aber das ist doch jetzt Kacke. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum. Ich weiß genau warum. Er hat es nämlich auf dem PC, glaube ich, eine Einstellung rausgeschmissen. Ja, das Gute ist natürlich auch, wir können jetzt den Gewichts Nachteil, den wir hinten haben, ein bisschen durch Downforce ausgleichen. So, damit haben wir 0 auf 100 in 5,4 Sekunden. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Das ist ordentlich. So, und jetzt muss ich einfach mal eben. HUD und Gameplay war das, ne? Genau. Nur mit Einladung. Dann dürfte sowas gar nicht mehr passieren. So, hast du halt Glück gehabt, falls du mal zuschaust. Wie viel Ladedruck kann man jetzt? Ja, 0,31 bar. Das ist an sich okay. Aber Getriebe gefällt mir. Wir haben schön hohe Drehzahlen, wenn wir hochschalten. Das ist richtig knackig kurz. Gefällt mir sehr gut. So, dann mal gucken, was wir mit dem Wagen hier so anstellen können. So, ich sehe Ferrari, ich sehe Mustang und ich sehe noch mehr Camaro. Gut, Charger, Nova und diverses. Kann nicht so weit hinterschauen. Ist auch noch dabei. Gut, am Start haben wir jetzt ein bisschen verloren, dadurch, dass wir halt mehr auf Fahrwerk gesetzt haben. Die anderen eher auch Leistung, aber jetzt kommen wir doch ganz gut ran eigentlich. So, vorbei, hey. Am 365. Dann haben wir hier einen Sunbeam und da vorne ist dazu, ne? Also halt, Fair Lady. Ob es jetzt ein Lizard oder dazu ist. Muss ich ehrlich sagen, jetzt habe ich nicht groß verstanden, wo da der Unterschied ist. Aber gut, dafür erkennen ja andere den Unterschied zwischen dem Challenger und dem Charger nicht. Und ich weiß, die Leute schreien, schalt doch, und ich könnte auch, aber dann könnte ich.
Kurve war doch ein bisschen weiter weg als gedacht. Ich habe mich verschätzt. Ich dachte, es geht im vierten Gang. So, aber der Wagen fährt sich wirklich gut bisher. Also, da gibt es jetzt nichts groß, was ich umstellen möchte. Ihr könnt euch auch im Übrigen freuen. Morgen habe ich was relativ Besonderes vor. Was ich so eigentlich nicht gemacht habe vorher. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich muss es selber noch aufnehmen. Heißt, ich weiß noch gar nicht, ob es klappt. Aber es wird morgen auf jeden Fall kommen. Und selbst wenn es nicht klappt, habe ich es versucht. So. Genug der Teaser. Wir werden ja auch nur noch... Lass mich nicht lügen. Wann kommt die Folge jetzt? Die kommt am... 14. Nee, gar nicht wahr. Am 3. Das heißt, wir haben noch am 10., wir haben noch am 17. und wir haben noch am 24. Das heißt, noch drei Massive Motags werden kommen. Und da werde ich aber mir noch einen Plan erstellen. Also da werde ich dann keine Fahrzeugwünsche mehr annehmen für die drei Folgen. Sondern halt noch drei Fahrzeuge rannehmen, über die ich dann eben noch was erzählen möchte, einfach. Und halt auch ein bisschen Varietät reinbringen, weil wenn jetzt jemand sagt, hey, zweite Generation kann man wirklich gern sehen, ja, geil, dann haben wir halt zweimal hintereinander Camaro. Klar, Camaro ist ein geiles Modell, das will ich gar nicht diskutieren. Aber eine gewisse Abwechslung muss da ja auch rein. Wenn ich schon quasi einem Fahrzeugtypen einen sicheren Tag gebe, dann muss zumindest da noch ein bisschen Abwechslung rein. So, gut, aber wir haben dieses Rennen gewonnen. Sogar mit beachtlichem Vorsprung. Betrachtlich, ja, genau. Den betrachte ich gerne. Nein, mit beachtlichem Vorsprung. Und ich finde es interessant, dass wir nach knapp 2 Jahren immer noch im Rückwärtsgang fortfahren. Wobei zwischendurch, ich meine mich zu erinnern, dass es zwischendurch mal behoben war. Ach, das ist ja genial. Das habe ich ja gut abgestellt. Machen wir ja direkt weiter. Und ich bin gerade irritiert, weil mein PC komische Geräusche von sich gibt. Ach, nee, gar nicht wahr. Das war mein Handy. Das Handy fängt an zu vibrieren. Ich denke, sag mal. Also hier, der Supercar, ja. Kannst du mal dem Gerardtar sagen, dass der hier Schabernack betreibt? Sehr abartig. Also, der Nachteil an dem verdammt kurzen Getriebe ist, man verschätzt sich gerne mit den Gängen. So, man denkt, man ist im 5. Gut unterwegs, wenn der 4. immer mal besser wäre. Das ist halt der Nachteil. Man muss jetzt sagen, von der ersten Generation der Camaro gab es verdammt viele Modellvarianten. Wo es halt nicht mal 5 Jahre lang produziert wurde. Es gab eine Trans-Am Edition, es gab eine Coupe Edition. Dann gab es auch noch die Z28 natürlich, die damals eben ihr Debüt gefeiert hat. Im Übrigen, Z28 hat auch keine Bedeutung. Es war einfach nur der interne Code für das Modell damals. Also Chevrolet sagte einfach nur, ja, wir brauchen wir nicht, wir finden einfach Sachen. Das ist halt an sich einfach, ganz ehrlich, in diesem Modell, in der Namensgebung von diesem Modell, steckt mehr Kreativität als in allen BMWs, allen Audis, allen Mercedes zusammen. So, und damit habe ich jetzt ein paar Leute getriggert. Ich bin happy.
Ich bin da jetzt sehr, sehr glücklich drüber. Aber nee, von der ersten Generation gab es beispielsweise auch noch eine Ready Edition. Also gut, das Ding hieß halt Ready, das hatte mit dem Namen relativ wenig zu tun. Soweit ich weiß, war keiner bisher blöd genug, eine Camaro auf Ready aufzubauen. Ich weiß, was ich mal machen werde. Ich meine, wer gestern reingeschaut hat in die Multiplayer-Ausgabe, der weiß, dass ich auch ein FACs Car-Ready aufbaue. Also, da ist die Camaro wohl das geringste Problem. Muss man sagen. Ja, und ich muss sagen, die Felgen gefallen mir. Ich würde es auf kein anderes Muscle Car drauf machen. Oder auf kein anderes Pony Car. Ja, ist halt die Frage. Also, streng genommen sind Pony Cars ja keine Muscle Cars. Oder fahre ich da hoch? Keine Ahnung, habe ich noch Zeit? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich gerade den Timer richtig in Erinnerung habe. So. Streng genommen sind ja Pony Cars keine Muscle Cars. Nachdem aber sehr viele sagen, dass das eine Kategorie ist, packe ich sie einfach mal in dieses Format hier mit rein. Auch wenn sie streng genommen eigentlich gar nicht hier reingehören. Aber ich finde, durch das Design sind die Felgen durchaus akzeptabel. Und ich habe es ja letztes Mal im Charger schon erwähnt, der Camaro ist auch noch, oder die Camaro, man kann ja beides sagen, wenn man möchte, ist das perfekte Beispiel dafür, oder auch nochmal ein gutes Beispiel, vielleicht nicht das perfekte. Bei den alten Amis, wenn der Ruhebereich anfängt, kannst du noch locker einen Transfer weiterdrehen. Also, wir sehen es ja, ich komme bei 7000 in der Zeit. Obwohl der rote Bereich halt bei 6000 gerade mal anfängt. So, jetzt haben wir hier wieder Camaro und Datsun vorn dran. Nissan, Entschuldigung. Kann mir da mal, das wäre jetzt echt nett, wenn es mir einer erklären könnte. Den Karin gibt es ja genauso als Datsun. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ja, das dachte ich mir. Verdammt. Gut, jetzt haben wir noch 3 Runden zum Aufholen. Ja, da wollte ich zu viel. Da wollte ich innen vorbeigehen, wo es nicht mehr ging. Und da sagte der Checkpoint, nein. Das wird es aber auch schon länger nicht mehr passiert, dass ich einen Checkpoint verpasst habe im Singleplayer. Und falls jetzt die Frage kommt, warum spulst du nicht zurück? Ich hab's nicht aktiviert. Weil ich mir im Endeffekt sag, im Multiplayer kann ich auch nicht zurückspulen. Und so übt man halt die Strecken einfach am besten. Kein Scheiß, ich trainiere das immer noch. Also ich sehe die Singleplayerin immer noch als gut für Multiplayer. Ja gut, jetzt versuche ich hier, was ist das denn? Das ist Porsche, ne? Der 718, oder? Ja, jetzt hier. Boah, ich war mir nicht sicher bis zum Schluss, ob ich den Baum kaputt machen kann. Hat man vielleicht gemerkt. So, ja, ich muss eigentlich nach rechts ausstehen, aber rechts fahre ich gegen die Mauer. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ich bin ein Vollidiot, wisst ihr das? Ich bin der größte Vollidiot auf Erden. Zumindest gerade. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber was ich mir auf jeden Fall wünschen würde für Horizon 4, um da jetzt nochmal kurz einen Ausblick zu geben, ein paar mehr Muscle Cars wären gut. Und man möchte sich jetzt vielleicht sagen, oh, sind doch eh schon viel zu viele. In Horizon 2 vielleicht, wenn man es in Relation sieht,
zu dem, was eben in Horizon 2 Muscle Cars zur Gesamtliste der Fahrzeuge war. Aber 450 Fahrzeuge haben wir in in Horizon 4. Und wir haben immer noch eigentlich genauso viele Muscle Cars wie in Horizon 2. Plus einen mit dem Pontiac GTO von 65. Aber insgesamt vielleicht 20. Und das, obwohl halt die Muscle Cars wirklich eine verdammt große Fahrzeugära waren. Also klar, die ging nur 10 Jahre, aber das war ein richtig Krieg in Amerika. Es gibt halt noch super viele Modelle, die mir einfach fehlen, so wie Gran Torino. Oder ein alter Shelby, der halt, also wirklich ein originaler Shelby. So, King Cobra ist halt, der wurde ja nicht von Shelby gebaut. Shelby hat die erste Generation von Mustang verbessert und die fünfte. Mit den modernen Shelbys hat er nichts zu tun, weil er halt leider vorher gestorben ist. Aber auch mit allem, was dazwischen lag, hat er nichts zu tun. Das ist eine Company vielleicht, aber er persönlich nicht. Man merkt halt schon den Unterschied zwischen einem Shelby, wo Shelby selbst mitgearbeitet hat, und einem, wo halt nur die Company hinterstand. So, zwei Checkpoints verpasst und trotzdem noch dritter. Leute, ich bin enttäuscht. Mit 4 Sekunden Abstand, 4,5 Sekunden Abstand, die beste Rundenzeit. Das ist, okay, letztes Mal hatten wir Party Evo, jetzt haben wir Party Sunbeam. So, gut, haben wir noch ein Rennen. Wir können die Meisterschaft noch verlieren, wenn wir wollen, aber ich will nicht. Was mir auffällt, in letzter Zeit schwank ich irgendwie zwischen dem Wir und dem Ich. Wobei ich eigentlich eher aufs Ich möchte. Oder soll ich doch eher aufs Wir gehen? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht bleibe ich einfach bei der Mischung. So, jetzt mal hier eben ein kurzes Stück Autobahn. Wo ich mich auch drauf freue, wenn wir dann meisten Fehler wirklich eine vernünftige Autobahn wieder haben. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Rennen in der Camaro steckt. Da passe ich durch, das war abgemessen. Und das Fahrwerk ist ein bisschen viel zu hart. Oh, noch ein Sprintrennen, Top 3 Platzierung reicht mir, soweit ich weiß. Aber ich will natürlich mehr. Ich will den ersten. Was ist das denn? Sound Ferrari, ne? Der weiße. Der hier hat der 250 California, ne? Glaube schon. Oh, jetzt ist hier raus. Da habe ich nicht mehr auf die Kurve geachtet, weil ich auf den Ferrari geschaut habe. So, jetzt ist es am Ende nicht mal ein Ferrari, sondern ein Renault. Oder so. Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Ferrari ist. So, an alle auch, die es nicht wissen. Die Forza Horizon 4 Cardist wird angekündigt. Und zwar demnächst. Und zwar entweder diesen Freitag. Oder aber nächsten Montag. Entweder heute in einer Woche oder diesen Freitag wird sie angekündigt, und zwar komplett. Quelle Weekend Review. Ja, vielleicht wird sie auch schon vorher angekündigt. Also ich sag mal allerspätestens am Montag in einer Woche. Also am 10. September wird die Cardist angekündigt. Was man jetzt sagen kann,
da ja die Achievements angekündigt wurden und in der Xbox-App ja immer so kleine Bildchen dabei sind, wurde jetzt auch offiziell wirklich der 2018er Mustang GT bestätigt. Klar, man hat ihn vorher schon gesehen, durch diverse Leaks, und er wurde aber nie offiziell wirklich bestätigt. Er wurde auch einmal in einem Corsa-Wanten-Stream gezeigt, zumindest das Interieur. Aber jetzt eben auch haben wir es komplett bestätigt, da ist nichts dran zu rütteln. Das Facelift GT, der Facelift Mustang kommt ins Spiel. Zum Release. So, guck mal, jetzt sehen wir doch eine schöne Kolonne hinter uns her. Wenn wir die Kurve hier voll nehmen mit 200. Und da ist es. Ohne Probleme. Tuning gefällt mir sehr gut. Und die Meisterschaft ist gewonnen. Gar kein Problem. So. Okay. Ich habe Ford GT gewonnen. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis morgen oder so. Servus.